Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Hearthstone, der Fluch von Naxxramas. Erst einmal muss ich mich entschuldigen, dass ich gestern keine neue Folge rausgebracht habe, das einfach ganz einfach dem geschuldet war, wie ihr unten seht, ich habe nur 440 Gold, ich konnte zwischendurch einfach die Finger nicht von der Arena lassen und somit fehlte mir das Gold, um den Flügel freizuschalten. Heute gab es aber frische Finanzen, hat ein wenig gedauert, bis Blizzard dann auch meine Überweisung akzeptierte, mir die Taler gut geschrieben hat, beziehungsweise mir das Guthaben angezeigt hat. Entsprechend haben wir es jetzt 15 Uhr und 7 Minuten und wir springen in den Normalmodus zurück, denn wir haben den nächsten Flügel freigeschaltet, das Seuchenviertel. Gucken, was gibt's hier zu gewinnen, den Steinhaut-Gargoyle, den instabilen Ghoul. Den Schlickspucker und Lotep. Das denke ich schon mal ganz interessant. Was ich jetzt ganz einfach machen werde, da wir gestern keine Folge rausgehauen haben und ich jetzt so generell einen Tag weniger Zeit habe als letztes Mal, bis der nächste Part raus, also bis das nächste Viertel aufmacht, würde ich ganz einfach sagen, ich haue heute eine Doppelfolge raus. Wir öffnen erstmal das Seuchenviertel, um uns die Gegner anzuschauen. Es sind wieder drei Gegner. Der Kampf gegen Not wird kein leichter sein. Ihr wisst ja, Not kennt kein Geduld. Ja. Also, wir hauen heute Not raus. Wir hauen heute den nächsten Gegner raus, wo ich gerade noch nicht sehen kann, wie der heißt. Dann wird es am Morgen ein Part geben mit dem dritten Gegner. Übermorgen haue ich dann wieder einen Doppelpart raus mit den beiden Klassenherausforderungen und die letzten drei Tage dann, wie gehabt, die heroischen. Fangen wir also an, Not der Seuchenfürst. Wir nehmen den Mage. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber immerhin, NHC bin ich bislang noch ungeschlagen. Jetzt habe ich mir gleich die Heldenfähigkeit angeguckt. Das könnte ein bisschen interessant werden. Soweit ich gesehen habe, ist die Heldenfähigkeit nicht kostenlos gewesen. Not den Seuchenfürsten! Not der Seuchenfürst ist also auch ein Magier. Ihr habt es so gewollt. Mach mal den Wasserelementar weg. Ihr habt brauchbares. Ja, ein Feuerball. Ist okay. Nehmen wir. Wir fangen an. Richtig. Arkane Geschosse, was hast du? Tote erwecken. Passive Heldenfähigkeit. Erweckt jedes Mal, wenn ein Feind stirbt, ein Skelett 1-1. Okay. Das ist mal interessant. Bin gespannt, wie das wird. Bringt eure Toten. Eine passive Heldenfähigkeit hatten wir ja noch gar nicht. Das ist spannend. Sehr, sehr spannend. Fangen wir mit den Arkane Missiles an. Hoffen wir, dass der gleich zwei Treffer kassiert. Jawohl. Und geben zwei ins Gesicht. Weiter geht's. Er spielt die Münze. Und den Skelettschmied. Zerstört die Waffe eures Gegners. Ja, blöd, dass ich keine Waffe habe. Ich würde sagen, probieren wir das mal. Messerjongleur und Spiegelbild. Es wird ihm zwar die nächsten Züge unter Umständen ein paar Kreaturen geben, aber wir greifen weiter direkt an. Erhebt euch, Soldaten! Ich denke mal, die Kleinen kriegen wir mit dem Feuerball durchaus weg, aber wir wollten uns jetzt hier auf den erstmal konzentrieren, deswegen. Nehmen wir den Feuerball. Ignoriere den 1-1 nochmal. Wir teilen das. Interessant. Das Todesröcheln zieht eine Karte. Okay. Interessant, interessant. Und wir ziehen den Pyroschlag. Schön. Ziehen wir erstmal. 3-1 Ansturm. Können wir leider momentan noch nicht spielen. Und ja, gönnen wir dir eine Karte.
lieber als Zauber macht plus 1. Und das wird der letzte Zug des Mana-Wurms gewesen sein. Fügt allen Dienern einen Schaden zu Todesmächen. Das ist schön, also wenn er weg ist, stirbt der ganze Kleinkram da auch. Er spielt noch ein Geheimnis für 3. Spielen wir die Wolfsreiter. Ich spiele erstmal ein. Und hier erstmal Tara. Einer befreundeter Diener stirbt, er hätte 2 Kopien davon auf die Hand. Den snipen wir weg und spielen noch einen Mana-Wurm. Wohl muss ich noch bis 10 Mana aushalten, um meinen Pyroschlag zu spielen. Und daher chillen wir mal ganz entspannt. Ziehen noch mal eine. Arcane Missiles. Das ist auf jeden Fall lohnenswert. Einer geht down. Alle kriegen einen Schaden. Der zweite geht down, mein Mana Wurm geht mit. Interessantes Deck. Solche, vernichtet alle Diener, die kleine Skelette sind. Auch eine faszinierende Karte, muss ich ja mal sagen. Und wir machen Feierabend. Zack. Gut gespielt. Sterbt, Eindringling. Das stirbt doch selber. Ich werde dem Alter über den Tod hinaus dienen. Das war Runde 1. Not. Der Seuchenfürst geht down. Und wir sehen uns gleich wieder mit dem zweiten Part des Seuchenviertels, Haigan, der Unreine. Er verspricht euch zu schonen, wenn ihr gegen ihn keine Karten ausspielt. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer, lasst mir Like da, Kommentare, Abo, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall drüber und ja, bis gleich.